Ob als Verführer, Faschist oder Verbrecher, Jean-Louis Trintignant hat in mehr als 140 Rollen Kino- und TV-Geschichte geschrieben. Jetzt hat Frankreich einen seiner größten Charakterdarsteller im Alter von 91 Jahren verloren. Nach Angaben seiner Familie verstarb Trintignant in deren Kreis. Als Ursache wurde Altersschwäche genannt. Staatschef Emmanuel Macron würdigte den Schauspieler als großartiges künstlerisches Talent. Er habe das Leben aller durch das französische Kino begleitet. Trintignant stand für die Starregisseure Costa Gavras, Roger Vadim, Eric Rohmer und Michael Haneke vor der Kamera. In deren Kultfilmen spielte er an der Seite von Brigitte Bardot und Romy Schneider. Mit der Bardot und Kurt Jürgens brillierte Trintignant als schüchterner Ehemann der Femme Fatale. 2012 in Cannes bekannte sich der Schauspieler zu seiner ungebrochenen Leidenschaft für das Theater. Ich glaube, dass ich im Theater besser bin, weil ich mich noch nie gesehen habe, während man sich in Filmen sieht. Das ist vielleicht das erste Mal, und ich habe in über 100 Filmen mitgespielt, aber es ist vielleicht das erste Mal, dass ich froh bin, mich gesehen zu haben. Das ist vielleicht anmaßend, verzeihen Sie mir.